Es wird mit Computersprache vorgetragen. Peugeot 308 Autotest. Autor Seltzer McKenzie. Herrn Seltzer McKenzie wurde der neue Peugeot 308 zur Verfügung gestellt und hier seine Testeindrücke. In Deutschland ist der deutsche Automobilmarkt ist der anspruchsvollste der Welt. Es liegt also näher als die Autos noch stärker hinsichtlich Qualität und Technik darauf hin, auszurichten. Diese Marschrichtung, Klammer auf Projekt D, Klammer zu, gibt der Lothringer Christian Streiff, seit Februar Chef im Hause Peugeot nun vor, und Streiff hat als eine seiner ersten Amtshandlungen für den neuen Typ 308 ein noch umfangreicheres Testprogramm vorgegeben. Als man es ohnehin geplant hatte, 2 Millionen Testkilometer sind abgespult worden, doppelt so viele wie zuerst vorgesehen. Und jetzt hat Peugeot 50 neue 308 zur Praxiserprobung nach Deutschland geschickt und nicht nur 5, wie geplant. Die Bremsen des 307 Nachfolgers wurden in letzter Minute nochmals aufwendiger gestaltet, um unter jeder Bedingung autobahnfest zu sein. Tatsächlich ist der Neuling, der am 15. September in Deutschland auf den Markt kommt, ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Vorgänger. Vor allem im Innenraum hat man sich sehr viel Mühe gegeben, auf das Niveau des VW Golf zu kommen, und das ist in den besseren Ausstattungsvarianten durchaus gelungen. Und mehr Platz hat man im neuen Peugeot auch, bei gleichem Radstand, Klammer auf 2,61 Meter, Klammer zu, wuchs die Außenlänge um gut 7 cm auf 4,28 Meter, die Breite nahm um 5 cm zu. Das Kofferraumvolumen stieg leicht auf knapp 350 Liter bis zur Sichtkante. Nach dem Umlegen der asymmetrisch geteilten Rückbank sind es mehr als 1200 Liter. Auch beim Fahrwerk hat sich einiges getan. Der 308 liegt noch ruhiger und sicherer als sein Vorgänger auf der Straße. Der Fahrkomfort ist ersten Eindrücken nach für die Klasse gut bis sehr gut. Störend sind allerdings die starken Spiegelungen in der sehr flachen Frontscheibe und das Auto ist kaum zu überblicken. 4 der 6 angebotenen Motoren standen für Probefahrten zur Verfügung. Wir empfehlen den 1,6 Liter Motor mit 88 Kilowatt 120 PS, Klammer zu. Er ist ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Preis, hängt fein am Gas und bietet fürs Ohr einen sportlichen Klang. Noch kräftiger ist freilich der turbogestärkte 2-Liter Motor mit 110 kW 150 PS, Klammer zu. Die Benziner wurden in Zusammenarbeit mit BMW entwickelt. Alle Triebwerke sind technisch auf mehr Sparsamkeit getrimmt worden. L6er Benziner hat einen Normverbrauch von 6,7 Liter Super auf 100 km. 5 Ausstattungsvarianten, Klammer auf Filou Tendenz, Sport, Sport Plus und Platinum, Klammer zu, ergeben zusammen mit den Motoren 24 verschiedene Modellvarianten. Der Basispreis für die zweitürige Version mit 1,4 Liter Motor, Klammer auf 70 Kilowatt durch 95 Peter Siemens, Klammer zu, beträgt 14.950 Euro und liegt um 300 Euro unter dem bisherigen Einstiegspreis. 2 weitere Türen erfordern stets einen Aufschlag von 100 Euro. Der 120 PS Benziner kostet als Tendenz 17.800 Euro. Dann hat man eine Audioanlage, eine manuelle Klimaanlage und Nebelscheinwerfer an Bord, zu recht umfangreichen, Klammer auf Filou, Klammer zu. Grundausstattung gehören unter anderem 7 Airbags, Servolenkung, elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber von Zentralverriegelung sowie ABS und ESP, mit dem, Klammer auf etwas lauten, Klammer zu, Turbo-Diesel-Basismotor, Klammer auf 1,6 Liter Hubraum, 66 Kilowatt durch 90 Peter Siemens, Klammer zu, kostet der 308 dann 17.150 Euro. Der Spitzendiesel hat 2 Liter Hubraum und 100 Kilowatt 136 PS, Klammer zu. Sein Preis beträgt mindestens 22.150 Euro, Klammer auf, als Sport, Klammer zu. Alle Selbstzünder haben serienmäßig einen Partikelfilter. Schon auf der IAA in Frankfurt zeigt Peugeot die Studie 308 Prologue, die einer Kombivariante des 308 ziemlich nahe kommen dürfte. Wahrscheinlich kommt der 308 Siemens Watt sogar schon im Frühjahr 2008 auf den Markt.
Etwas länger warten müssen Cabrio-Freunde, der 308 Coulon ist für 2009 auf